Freunde der virtuellen Realität. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung. Teil 2 geht heute an den Start und ja, die letzte Sendung ist relativ gut angekommen, würde ich sagen, also für meine Verhältnisse. Auch wenn die nicht so wirklich perfekt war, ich habe gemerkt, der Ton vom Mikrofon hat ab und zu abgeschaltet und ja, war nicht wirklich perfekt. Ich habe den Fehler aber gefunden und hoffe, diesmal ist nicht der Fall. Ja, um was geht es sich heute? Also ich habe gedacht, wir packen das Ganze mal voller Haptik heute und irgendwas fehlt noch. Ja, das sieht doch schon viel besser aus. Ja, hier schon mal die B-Haptics Tech Suit Weste. Und ja, ich habe mir gedacht, packen wir hier mal in die News-Sendung ein paar Sachen zum Tastsinn rein. Und alle Leute reden immer von, ja, wir brauchen höhere Auflösung, höheres Field of View, geilere Grafik, besseren Sound. Ist natürlich alles wichtig, aber was ist mit unseren Tastsinnen? Wir zocken, wir tauchen ein in die VR-Welt und eines fehlt mir immer und das ist irgendwas zu fühlen, was passiert gerade, ob ich jetzt einen Shooter spiele, ob ich einen Kampfspiel wie Thrill of the Fight spiele. Mir fehlt einfach das Feedback, was passiert hier gerade. Klar merke ich irgendwie, visuell wird mir dargestellt, du wirst gerade getroffen, ne? Bild verschwimmt oder ne, beim Shooter auch, wenn man getroffen wird, ein bisschen irgendwie Blut, rotes Bild oder sonst was. Aber trotzdem merkt man nicht irgendwie, okay, man wird jetzt gerade getroffen. Und ja, das macht schon mal dieses Teil hier. Und da gibt es noch so viele andere Sachen, die eigentlich wichtig sind, die mit Sicherheit auch mega Immersion bringen. Und ja, das wollte ich euch heute so ein bisschen vorstellen. Wir haben drei Themen dazu. Und ja, einmal ist hier die B-Haptics Weste. Leider ist es nicht meine. Also ich habe mir die nur ausgeliehen von Andyman VR. Wer den nicht kennt, leider hat er aufgehört, aber sein Kanal existiert nach wie vor. Den packe ich auch unten in die Beschreibung. Danke Andyman für diese Weste, dass ich die hier zeigen kann auf meinem Kanal. Also ganz ehrlich, die ist nicht echt günstig. Also die ist nicht wirklich günstig, so besser ausgedrückt. Und ich hätte mir sie wahrscheinlich nicht gekauft. Ich habe B-Haptics angeschrieben, ob die mir eine Testversion zur Verfügung stellen können, damit ich euch das zeigen kann. Und habe da leider eine Ablehnung erfahren. Habe mir auch, ja, habe mir eigentlich nichts dabei groß gedacht, denn mein Kanal ist so klein, dass man da so eine Weste bekommt. Alleine VR-Brillen sind schon schwierig zu bekommen, also nicht als Geschenk, sondern einfach nur als Leihgabe für ein, zwei Wochen, damit man mal ein Video dazu machen kann. Und ja, habe ich nicht bekommen und desto glücklicher bin ich, dass ich euch die hier heute schon mal präsentieren kann. Ein extra Video kommt natürlich nochmal dazu und da werde ich definitiv ein bisschen mehr ins Detail gehen, ein paar Spiele testen, die unterstützt werden, ein bisschen wie das Ganze funktioniert und so weiter und so fort. Also da freue ich mich schon drauf auf das Video. Ich habe nur mal ganz kurz mit der Weste gezockt und ist schon ein bisschen anderes Zocken auf jeden Fall, aber lasst euch da auf das Video mal, ja, gespannt sein oder seid gespannt darauf. Das wird auf jeden Fall noch folgen. Ja, kommen wir aber jetzt erstmal zur ersten News und das ist nicht die B-Haptics Weste, sondern ein ganz besonderer Handschuh. So, da sind wir auch schon. Neuartige VR-Handschuh für realistisches Wärme- und Kältegefühl. Also wie geil wäre das, wenn wir hier wirklich in der VR-Welt Kälte und Wärme spüren könnten. Und ja, hier sind wir uns gerade oder befinden wir uns gerade auf mix.de. Wer die Seite nicht kennt, ist unten verlinkt in der Beschreibung. Und ja, mehr Immersion in VR. Sind VR-Handschuhe eine sinnvolle Möglichkeit? Also meiner Meinung nach mit Sicherheit schon, also wenn es denn die Technik hergibt. Wir gucken gleich mal, wie realistisch das Ganze ist für den Massenmarkt. Aber wenn es denn solche Handschuhe gibt, dann müssen die auch getrackt sein. Denn was nützt es mir, wenn ich Handschuhe habe und ich muss weiterhin meinen Controller anfassen und ja, spüre dann hier so ein bisschen Wärme oder Kälte? Macht für mich keinen Sinn. Also wenn, dann müsste es schon wirklich, ja, wirklich in die VR-Welt was anfassen können und mit meinen Händen. Und dann fehlt natürlich auch wieder, ja, klar, wenn ich jetzt irgendwas sehe in der VR-Welt, eine Dose, pack die an. Ich könnte die ja natürlich in der realen Welt dann einfach die Hand zumachen. Und da fehlt dann auch wieder, ja, irgendwas, ein Mechanismus, der meine Hand dann so hält, dass ich die nicht wirklich mehr schließen kann, weil ich umfasse ja was. Und das ist, glaube ich, dann so weit weg, da brauchen wir gar nicht von reden. Und technisch mit Sicherheit möglich, aber wahrscheinlich auch gar nicht zu bezahlen. Und wahrscheinlich auch sehr, sehr klobig das Ganze. Von daher wären wir erstmal froh, wenn wir einfach nur Kälte und Wärme spüren könnten. Das wäre schon cool.
Aber auch, das wäre geil, wenn es nicht nur an den Händen wäre, sondern am ganzen Körper. Und da wird ja auch dran geforscht, dass es so wirklich komplette Anzüge gibt. Ja, und an diesen Handschuh, da forscht ein koreanisches Forscherteam dran, das Korean Institute of Science and Technology, kurz KAIST. Und ja, die haben diesen autarken thermischen Handschuh entwickelt. Und ja, der kommt ohne externe Anschlüsse daher, also man hat keine Kabel oder sonst was. Und wir schauen uns mal ganz kurz das Ganze an. Also man hat ein Interface-Board am Handgelenk und da ist auch die Stromversorgung drin und so weiter und so fort. Und ja, hier sehen wir uns die Technik mal so ein bisschen, können wir uns da ansehen. Und hier wird auch gleichzeitig die Temperatur der Hand gemessen, damit dann auch wirklich der Temperaturunterschied ermittelt werden kann zwischen unserer Hand und dem, ja, was wir da anfassen gerade. Das Spiel wird dann mit uns oder mit den Handschuhen kommunizieren und wird dem Handschuh dann sagen, hallo, das ist gerade hier 25 Grad oder das ist 10 Grad, und dann versucht er natürlich runterzukühlen, und das soll innerhalb von, ich glaube, 0,5 Sekunden 10 Grad Unterschied schaffen. Also das ist schon enorm. Ja, das Ganze wird wahrscheinlich über Bluetooth gehen. Hier TXRX ist dann die Bluetooth. Ja, genau, Bluetooth steht ja auch hier. Die Bluetooth-Verbindung, also senden Empfangbotschaften, die dann da ausgetauscht werden zwischen PC und dem Handschuh. Hier haben wir diese TETS, nennen die TETS Driver. Und die sind hier angebracht und wahrscheinlich auch hier. Und die werden dann Kälte und Wärme simulieren. Die Piezo-Elektronen, weiß ich nicht, für was die dann da sein sollen. Ja, also Piezo erzeugt ja Spannung, wenn wir es bewegen. Das kennen wir auch vom Feuerzeug, diese Piezo-Zünder. Und die generieren eine Spannung. Und ob das dann dadurch auch aufgeladen wird oder was damit genau dann gemacht wird, bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, auf jeden Fall wäre es eine Möglichkeit, den Akku aufzuladen. Könnte man damit auf jeden Fall machen. Diese Thermo-Devices, die werden damit gefüttert, um diese Kälte und Wärme zu generieren, ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also genaue Funktionsweise, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Sieht auf jeden Fall sehr komplex aus, das Ganze, und es ist wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach umzusetzen. Jetzt lesen wir das mal ganz kurz durch. Die Sensoren lösen thermische Reize auf der Haut aus und übertragen so die simulierten Temperaturen. Gleichzeitig wird die eigene Körpertemperatur gemessen und für die Temperatursimulation berücksichtigt. Das System funktioniert in Echtzeit. Die Sensoren können bis zu 10 Grad Unterschied in weniger als einer halben Sekunde simulieren. Also weniger als eine halbe Sekunde ist schon Echtzeit. Und da wird man keinen Unterschied feststellen. Okay, wir haben jetzt hier eine Riesenverzögerung oder so. Es sei denn, die Hand ist 37 Grad und wir packen was an, was minus 20 ist. Und das wird das Gerät wahrscheinlich wird's ein bisschen länger brauchen dafür. Ja, und hier ist leider der kleine Wermutstropfen. Der Handschuh ist bislang nur ein Prototyp und für universitäre Testreihen brauchbar. Er muss jedes Mal angepasst werden an denjenigen, der das auch trägt. Aber wer weiß, wie die Technik voranschreitet, vielleicht werden wir irgendwann solche Handschuhe auch kaufen können. Und ich denke mal, da gibt es genug Ansätze. Und ja, hier wird ja genug nochmal vorgeschlagen. Der Beitrag ist definitiv unten verlinkt. Also könnt ihr auch euch nochmal genauer durchlesen. Ich wollte es euch nur nochmal kurz hier anreißen. Das Ganze, ich fand es interessant und passt auch zum Haptik-Thema. Und hier steht auch nochmal, Gabe Neville von Valve glaubt an die Gehirnschnittstelle. Längst nicht so weit entfernt. Und Elon Musk lässt mit Neuralink an einer direkten Manipulation des Gehirns forschen. Ja, ist eher Sci-Fi-Horror, aber gut. Da muss jeder seine eigene Meinung bilden. Was denkt ihr dazu zu dem Thema? Könnt ihr gerne in die Kommentare packen. Würde mich natürlich auch freuen, eure Meinung dazu hören und zu lesen. Und jetzt kann ich euch noch mal ganz kurz die englische Seite zeigen, VR Times. Und hier ist auch noch mal ein anderes Bild, was wir uns anschauen können. Und Virtual Cortex. Also geht direkt dann aufs Hirn. Und die zeigen auch hier die Reaktionszeit, wie lange das Ganze dann dauert und wie lange wahrscheinlich das Gehirn braucht, um es umzusetzen und so weiter und so fort. Und der Handschuh,
Und ja, hier unten ist nochmal das gleiche Bild, was ich euch eben schon gezeigt habe. Oder ähnliches. So, das ist auch unten verlinkt. Und gehen wir zum nächsten Haptik-Thema. Und das hat was mit Schwertern zu tun. So, und hier sind wir beim nächsten Thema, der Saber Grip. Mit diesem VR-Controller spürt ihr jeden Schwertstreich und ja, hier sehen wir ihn auch schon und ja, sieht halt aus wie ein Schwertgriff, würde ich fast sagen. Könnte von Luke Skywalker sein, auch wenn er so ein bisschen anders aussieht. Ja, Tactical Haptics entwickelt einen Haptic-Controller, leider nur für VR-Arcades, weil der halt ziemlich teuer ist, das Ganze. Und nachher gibt es auch noch ein kleines Video zur Funktionsweise, wie das Ganze funktioniert. Zur kleinen Erklärung, also zum einen bewegen sich hier zwei Platten hin und her, je nachdem, wie ich die Hand und das Schwert in VR führe, bewegen die Platten sich halt und das soll halt eine ziemlich coole Immersion dann darstellen und uns geben, als ob man wirklich halt ein Schwert in der Hand hält und das wäre halt cool für Blade and Sorcery, Until You Fall, Beat Saber wäre ja auch eine Möglichkeit, also alle Schwertgames. Und ja, hier steht auch was von Angelsimulation, da gibt es auch ein Video zu, das kann ich euch gleich mal testen und ja, alle Links sind eh in der Beschreibung, könnt ihr auch mal raufgehen dann. Und ja, die haben ja schon mal einen anderen Controller entwickelt, auch für VR-Arcades, da den kann man wohl wirklich als Waffe auch nutzen, als Pistole oder Maschinengewehr. Und hier gibt es dann auch einen Test dazu, schaut da auf jeden Fall auch mal rein. Das wollte ich euch nicht noch zeigen oder kann ich euch gleich noch zeigen. Aber kommen wir erstmal zu dem hier. Und ja, der Saber Grip war zunächst als günstigere Variante zum modularen Standard-Controller von Tactical Haptics gedacht, der für VR-Shooter entwickelt wurde. Und das ist der hier, der Test, und der soll wohl auch ganz gut gewesen sein. Nachdem ein Arcade-Partner großes Interesse an Saber Grip zeigte, entwickelte Tactical Haptics den Prototypen zu einem vollwertigen Produkt weiter und programmierte eine Schwertkampf-Tech-Demo, die im folgenden Video zu sehen ist. Und ich würde sagen, die schauen wir uns jetzt mal an. So, und hier sind wir schon bei der Tech-Demo und klicken wir mal an. Schauen wir mal, wie das Ganze funktioniert. So. Also eine ganz einfache Tech-Demo, aber soll halt zeigen, wie sich das Ganze hier bewegt. Und wie ihr schon seht, die Platten gehen immer auf und ab. Also ich kann mir das echt nicht vorstellen, wie sich das dann wirklich in der Hand anfühlt, weil sieht jetzt nicht besonders aus. Und wenn er natürlich auch verschiedene Waffen simulieren kann, ist es natürlich umso besser. Und da wird natürlich auch ja, Vibrationsmotoren drin sein und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich auch hier Motoren, die dann irgendwie Gewicht simulieren. Das geht natürlich auch durch Rotation, kann man sowas auch erreichen. So, das erstmal zur Funktionsweise. Gehen wir mal zurück auf die Homepage. Ja, und dann hier nochmal VR-Controller mit Angelaufsatz. Das volle Potenzial dürfte der Controller erst in tollen Schwertkampfspielen wie Blade & Sorcery, genau wie ich eben erwähnt habe schon. Und eine zweite Tech-Demo demonstriert das Potenzial des Saber Grips für Angelsimulation. Das können wir uns mal jetzt im Kleinen angucken, mal ganz kurz. Und wo beißt der Fisch? Wo beißt der Fisch? Okay. Ja, wenn so ein Aufsatz dran ist, ist natürlich dann mega, ne? Für alle VR-Angelfans da draußen. Und wenn das Ganze sich dann bewegt, wenn ich die Angel ausfahre oder auswerfe, ja, natürlich umso cooler. Ja, könnt ihr aber auf jeden Fall selber mal raufgehen. Jetzt kommen wir nochmal ganz kurz zum Test von den normalen Tactical Haptics Controller. So, und da sind wir dann hier nochmal auf der normalen Haptic-Controller-Seite oder beim Test. Also da hat der Redakteur das 2018 testen dürfen und hier sehen wir diesen klobigen, ja, Controller. Und der hat drei Magnetpunkte gehabt,
Hier sehen wir einen und ich glaube hier unten irgendwo. Und die Controller konnte man, wie man hier sieht, auch zusammenstecken. Und dann kann man das als Gewehr nutzen, als normale Pistole. Und wie wir hier sehen, hier haben wir auch die zwei Platten. Und die werden auch wieder mit ja, irgendwelchen Motoren, Vibratoren ausgestattet sein, wenn man schießt, dass man da wirklich ein haptisches Feeling hat. Und ja, da durfte er das Ganze testen und er war auch relativ begeistert von dem Teil. Aber auch wieder nur für VR-Arcade-Hallen. Also ja, leider schade. Aber sowas wird mega teuer sein und lohnt sich noch nicht für den Mainstream. Von daher müssen wir da noch ein bisschen warten oder einfach in die VR-Arcade-Hallen reisen, die sowas schon haben zu Hause. Ja, und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal ganz kurz die Seite von BeHaptics an. Ja, hier sind wir auf der BeHaptics-Seite und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Suit up your virtual sense. Ja, natürlich, ne, dafür ist die mal gemacht worden, für Militäranwendungen, sage ich mal, oder für Militärspiele. Aber kann natürlich für alles andere genutzt werden. Und am geilsten fände ich es, wenn wirklich ein nativen Support für irgendwelche Horrorspiele da wäre. Wenn man irgendwie von irgendwas angefasst wird, ja, irgendwas greift von hinten in den Rücken rein oder so, dass man das dann merkt. Und ja, und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man die BeHaptics-Weste nutzen kann. Einmal haben wir hier einen nativen Support. Da gucken wir uns gleich mal die Content-Liste an, welche Spiele da wirklich die BeHaptics-Weste nativ supporten und unterstützen. Und dann gibt es die Möglichkeit Audio to Haptic und da wird einfach aus der Audiospur irgendwas generiert, was dann vibriert und so weiter und so fort. Ist natürlich bei Weitem nicht so gut wie das Native, aber auch eine Möglichkeit, um das Ganze dann trotzdem zu nutzen. Aber ich würde natürlich immer wieder auf nativen Support setzen und schauen wir uns da jetzt mal die Liste an. Und da gibt es Half-Life Alyx. Und hier ist nochmal Mod. Also man kann eine extra Mod für BeHaptics runterladen und das werde ich dann auch machen, wenn ich Half-Life nochmal teste mit der BeHaptics-Weste. Und Blade & Sorcery ist natürlich auch ein richtig geiler Titel, den man damit testen kann. Auch Mod. Thrill of the Fight nutzt es auch nativ. Also das werde ich testen, definitiv. VR-Chat habe ich einmal reingeguckt. Ist nicht meine Welt, aber soll auch ganz coolen Content bieten. TowerTech habe ich ja öfters schon auf meinem Kanal gezeigt und ja, macht auch mega Spaß, das Spiel. Und das stelle ich mir auch cool vor mit der BeHaptics-Weste. Ja, dann haben wir hier noch Crisis Frigate, habe ich auch noch nicht getestet. Wildlands, Virtual Battlegrounds und so weiter und so fort. Space Junkies habe ich auch schon mal getestet auf meinem Kanal und so weiter und so fort. Also hier werde ich mir ein paar Spiele raussuchen und die mal ganz kurz testen. Werde ich auch ganz kurze Gameplay-Sachen zusammenschneiden und euch mal zeigen, wie ich das so erlebe in VR mit der BeHaptics-Weste. Und ja, jetzt können wir uns mal ganz kurz anschauen, was das Ganze hier kostet. Und das ist auch ein Grund, warum ich so einen Teil noch nicht gekauft habe, weil ich muss auch sagen, ist ganz schön teuer, ne? $500. Und ja, hier sehen wir, sind 40 Vibrationspunkte haben wir hier vorne, hinten und so weiter und so fort. Also nicht wenig und da gibt es halt noch mehrere Sachen, die man hier zusätzlich kaufen kann. Könnt ihr euch auch mal anschauen. Die Seite ist unten auch verlinkt. Ja. Das war's erstmal zu dem hier und ja, ich werde die Weste testen, werde ein Video dazu machen und ja, dann könnt ihr euch auf ein neues Video freuen mit BeHaptics und ja, gehen wir mal zum nächsten Thema. So, hier haben wir noch eine News von der VR-Legion und ist jetzt keine neue News. Jeder wird es wahrscheinlich mitbekommen, aber ich wollte es trotzdem nochmal in die News mitnehmen. Und das ist das letzte Hardware-Thema, sage ich mal. Also ich möchte die News-Sendung jetzt immer so ein bisschen aufteilen in Hardware und dann am Ende nochmal über Games sprechen, vorstellen, was gibt es Neues bei unseren Early Access Versionen, was ist geplant und was ist neu erschienen, eventuell einen Trailer anschauen zusammen und ja, das habe ich so vor, geplant und ja, da würde ich auch wieder eure Meinung gerne wissen, wie ihr das findet und ja, einfach in die Comments schreiben. So, jetzt kommen wir mal zur News.
Ja, bald gibt es einen Facebook-Zwang bei Oculus-Usern. Also momentan hat man ja ein Oculus-Konto und man kann sich natürlich jetzt immer noch ein Facebook-Konto noch anmelden, aber bald wird es wirklich Zwang. Und ja, für alle neuen Geräte ab Oktober 2020 und ja, für alle ja, vorhandenen Oculus-Nutzer, die werden im Januar 2023 dann dazu gezwungen, diesen Facebook-Account dann sich damit anzumelden. Gut, fast jeder hat einen Facebook-Account, ist klar, aber ich finde es trotzdem nicht in Ordnung, dass man da gezwungen wird, Facebook zu nutzen. Ja, ist auch wieder eins klar, was wollen die Daten, ne? Jeder, egal ob Google mit Android, ja, Facebook jetzt mit Oculus, die wollen einfach Daten abziehen. Und ja, da bin ich auch mal auf eure Meinung gespannt. Was sagt ihr dazu? Und ja, ich finde es nicht wirklich, ich bin kein Facebook-Freund. Ich bin auch teilweise nur da für meinen YouTube-Kanal. Aber ansonsten nutze ich Facebook nicht so sehr, ab und zu mal. Aber gut, muss jeder für sich entscheiden, aber es wird da gar keine andere Möglichkeit geben, dann wirklich irgendwann das Facebook-Konto zu nutzen. Und das Ganze wird auch gemacht wegen Horizon und Horizon wird diese Facebook-VR-Welt werden und da gibt es auch noch einen Artikel zu, einen kleinen, einen älteren von Mixed. Und ja, Facebook Social VR-Welt Horizon startet in den Alpha-Tests und ja, so soll das Ganze dann aussehen. Ich habe mich mit Horizon überhaupt noch nicht wirklich beschäftigt. Ich habe da heute wirklich auch zum ersten Mal so ein bisschen wirklich drüber gelesen und habe immer nur was davon gehört. Und ja, VR-Welt, Facebook, Horizon und so weiter, aber mehr da ins Detail gegangen bin ich nicht, weil mich sowas jetzt auch nicht wirklich interessiert. Ist fast so wie VR-Chat und so weiter. Und ja gut, irgendwann wollen die natürlich, dass alle Menschen eine Oculus Quest haben und dann in Horizon die Leute treffen. Natürlich sind die Möglichkeiten dann unbegrenzt. Also man kann sich direkt unterhalten, hat denjenigen vor sich. Wenn dann irgendwann Eye-Tracking kommt, dann weiß man auch, wo guckt der andere hin und so weiter und so fort. Also klar sind die Möglichkeiten da unbegrenzt und auch richtig coole Möglichkeiten dabei. Man kann wirklich Gruppenchats machen und kann sich treffen, kann kleine Spiele machen und so weiter und so fort, wie in einem Rec Room. Aber sowas muss man natürlich auch mögen, sage ich mal. Und irgendwann werde ich da mit Sicherheit dann auch nochmal reinschauen, wenn das dann wirklich öffentlich alles ist. Und werde mir das mal reinziehen, eventuell dann auch ein Video dazu machen. Ja, das aber erstmal zu der Hardware-Sache. Und jetzt kommen wir zu einem, ja, erstmal zum Gaming-Teil von der News-Sendung. Und ich habe vor längerer Zeit ja das Spiel Iragon vorgestellt. Das ist eine ganz, ganz frühe Early Access. Und ja, die will ich euch jetzt nochmal vorstellen. So, und schon sind wir auf der Repulse-Seite. Und Repulse hat auch schon das Spiel Experiment Gone Rogue gemacht. Das habe ich auch mal ganz kurz vorgestellt in einer Demo. Und er ist ein Indie-Entwickler aus Bulgarien, glaube ich. Und ja, die arbeiten momentan an Iragon. Und Iragon ist ein, ja, Rollenspiel, sehr erotisch angehaucht, auch das Ganze, das sieht man auch in meinen Videos, die ich immer mal wieder gemacht habe. Und ja, die haben immer mal wieder neue Updates rausgehauen, also so Demos, wo man wirklich gucken konnte, wie entwickelt sich das Spiel. Und das habe ich auf meinem Kanal auch gezeigt. Und hier seht ihr von Version 037 bis 053 habe ich zuletzt gezeigt. Es ist jetzt nochmal eine neue Version rausgekommen und da werde ich nochmal wirklich ins Detail gehen und da auch nochmal ein Video zu machen. Das ist jetzt erstmal wirklich nur zum Zeigen, was hat man hier und ja, das war ist halt eine ganz frühe Early Alpha Version und wie man hier aber schon sehen kann, ist sehr erotisch angehaucht das Ganze. Muss man natürlich auch mögen. Aber ja, die arbeiten momentan daran, da nochmal eine Kickstarter-Kampagne zu starten. Die brauchen Gelder und ja, wie jeder Indie-Entwickler. Und ich glaube, die können echt ein nettes Game auf die Beine stellen, wenn die da die finanzielle Unterstützung bekommen. Also das, was ich gesehen habe, ich habe immer kleine Fortschritte gesehen. Natürlich nichts wirklich Ausgewogenes oder Fertiges, aber man hat immer kleine Steps gesehen und es hat sich immer was verbessert. Und ja, das muss man auch mal sehen.
Und ja, die Playlist werde ich euch auch unten mal in die Beschreibung packen, wenn ihr da Interesse habt. Schaut einfach mal rein. So, und ja, die haben jetzt nochmal eine Kickstarter-Kampagne gestartet oder die wird demnächst starten und die werde ich auch definitiv in die Beschreibung packen. Wenn es dann losgeht, werde ich auch auf Twitter posten und so weiter und so fort. Also ich habe auch vor, dieses Projekt zu unterstützen und ja, so wie ich kann, werde ich da halt eine kleine, ja, ist ja eine kleine Spende, aber eine kleine Unterstützung, sage ich mal, für dieses Unternehmen machen. Und dann bin ich gespannt, was sich da tut. Und ja, wenn ihr wissen wollt, um was es sich geht, guckt in die Playlist, da ist eigentlich genug Material. So, kommen wir zum nächsten Titel. So, die nächste Spiele-News. Wolfenstein VR ist jetzt auf der Oculus Quest verfügbar. Und ja, via SideQuest könnt ihr das Spiel auf eure Quest laden. Und ja, der VR-Entwickler Dr. Beef hat es erneut getan. Also er portiert immer alte Spiele auf die Quest. Und ja, der hat es jetzt schon wieder gemacht. Und ich habe es selber noch nicht getestet. Aber der Hoshi hat es getestet. Und da gehen wir gleich mal auf die YouTube-Seite vom Hoshi 82, wer den Kanal nicht kennt, steht auch unten in der Beschreibung. Und dem auch definitiv mal ein Like da lassen, ein Abo da lassen, wäre auch echt nice. Und der freut sich darüber bestimmt. Und ja, der ist so also ein Retro-Zocker. Und ja, das Return to Castle Wolfenstein natürlich perfekt für ihn. Ja, und die Entwickler haben mit der Quest-Portierung erstaunlich viele Voreinstellungen einprogrammiert. So kann man Return to Castle Wolfenstein wahlweise mit fließender Fortbewegung per Teleport die Körpergröße für das Spielen im Sitzen anpassen und eine Linkshänder-Option ist auch aktiv. Also wenn da mal nicht der Hoshi mitgemacht hat, weil der ist Linkshänder und der flucht immer, wenn es keinen Linkshänder-Support gibt. Also ich glaube, der hat da immer wieder auf Twitter bestimmt den Dr. Beef belästigt. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Hoshi rüber und schauen mal ein bisschen ganz kurz rein, oder? Ja, Grüße und willkommen, Wurmhoshis, hier bei einem neuen Video. Wie ihr seht, Asi-VR-Klamotten sind an. Es heißt, es ist kühler geworden. Greenscreen ist wieder da. Wir zocken heute Return to Castle Wolfenstein in VR. Die VR-Mod ist ja vor einigen Tagen auf SideQuest erschienen und auf der Homepage von Dr. Beef. So, jetzt schauen wir mal, wo er da ein wollt, bisschen könnt so ihr komplett in der Quest weglassen. drin Da ist. braucht ihr nichts einzustellen. Das passt soweit. Was euch interessiert, sind die VR-Controls. Es gibt direkt Linkshänder-Support, was auch sofort funktioniert. Man kann die Thumbsticks trotzdem Okay. nochmal wieder untereinander tauschen, was richtig geil ist, weil es gibt auch Rechtshänder, die trotzdem gerne auch mit dem rechten Stick dann bewegen wollen. Das stimmt. Also das ist cool, dass man die Thumbsticks switchen kann. Mega. Also da hat der Entwickler echt alles richtig gemacht. Es gibt Teleport, es gibt die Laser Sights, die funktionieren, die auch für Leute, die nicht so gut mit dem Aiming sind, sehr von Vorteil ist, aber es ist noch ein bisschen glitchy. Also kann ich noch nicht empfehlen. Man kann die Höhe einstellen, also wie groß ihr in dem Spiel seid, was auch sehr hilft. Es gibt Snap Turn, Smooth Turn, den Winkel. Gaze Movement ist halt, ob ihr die Richtung des Controllers benutzt oder halt die Richtung des Kopfes. Also muss man sagen, von den VR-Controls echt perfekt umgesetzt. Jetzt gucken wir mal ganz kurz im Spiel rein, wenn er denn da wirklich mal spielt. Also das ist noch Intro scheinbar. Wir wollen den Hoshi ballern sehen. Distanz, dass wir da wirklich vorstehen. So, da hat er doch. Die Grafik muss man natürlich mögen. Zeig dich, du Arsch. Aber wer so auf Retro-Spiele steht, perfekt. Würde ich fast sagen. Okay, da wollte ich jetzt nur mal ganz kurz reinschauen. Also den Link zum Titel oder zum Video vom Hoshi ist auch unten in der Beschreibung. Ja, schaut auch bei ihm rein. Like da lassen, Abo da lassen, wird er sich mit Sicherheit auch freuen. Ja. Ich würde sagen, das war es jetzt erstmal. Falls in der Woche nochmal was Interessantes passiert, ein super geiler Trailer rauskommt, was Wichtiges, werde ich da definitiv dann mal einzelne Videos auch raushauen zu den VR-News. Dann wird es nicht so eine komplett kompakte Sendung, sondern eher was Spontanes, Schnelles. Und ja, wir können uns jetzt nochmal ganz kurz hier in groß zeigen.
Ja, ich hoffe natürlich, euch hat es gefallen. Die zweite Sendung von den VR News bei Tupac VR. Und ja, wie immer, ihr seht hier unten auch die Laufschrift. Das sind die Leute, die mich unterstützen, die mir auch Geld gespendet haben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr es auch gerne tun. Der Tipeee-Stream-Link steht unten oder Tipeee-Stream war es. Und ja, da könnt ihr dann auch spenden. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich dahingehend auch unterstützt. Und alles, was ihr mir spendet, wird nur in VR-Hardware, in Software eingesetzt. Und davon kaufe ich mir keinen Lamborghini oder sonst was. Und ja, würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und wenn ihr mich in Livestreams unterstützt, dann werdet ihr auch immer direkt namentlich genannt. Und ich kann mich dann auch live bedanken. Ja, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, natürlich Like da lassen. Abo-Button nicht vergessen. Wäre echt nice und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und damit helft ihr mir momentan am meisten. Also die ganzen Geldspenden sind echt sehr, sehr nice. Ich freue mich da immer mega drüber. Aber momentan brauche ich dringender Abos als alles andere. Von daher würde ich mich über Abos fast noch mehr freuen. Es sei denn, ihr spendet 1000 Euro, dann kann ich mir eine neue Grafikkarte kaufen. Oder die Reverb, dann könnte ich die auch testen. aber Spaß beiseite, Leute. Ich hoffe, euch hat die Sendung hier gefallen. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten VR-News-Sendung oder bei einem Gameplay. Haut rein, bis dann.